Wunderbar. Und da wir sowieso noch weitere Bäume benötigen, beziehungsweise weiteres Holz, wird auch gleich kräftig weiter gefällt. So, und währenddessen können wir die Helme verteilen. Wir haben jetzt eins, oh, fünf haben wir jetzt. Wir brauchen sogar noch einen Holzhelm. Zwei, hey, fertige Ausrüstung an. Juhu. Drei. Kann ich euch nicht umbenennen? Ich würde gerne meine Abonnenten nach meinen Zwergen benennen. Das wäre ein Feature gewesen, was mir richtig gut gefallen hätte. So, was haben wir noch? Die ganzen Bücher. Ja, nee, damit warte ich lieber noch, bis wir wissen, wer was macht. Sehr gut. Er braucht ein bisschen länger. Er hat nur das normale Messer. Und wir haben wieder Holz für andere Dinge. Super. Gut, jetzt müssen wir gucken. Schlösser brauchen ebenfalls mehr Eisenerz. Der Topf braucht mehr Eisenerz. Eieieiei. Bretter sind zwar ganz in Ordnung, aber trotzdem. Ach, wir müssen auch hier immer noch weiter ausbauen. Das nehme ich mal weg, das auch. Nee, das nicht, weil der ist böse. Wenn, dann müsst ihr alle raufgehen. So wird das nix. Ja, mal sehen, was wir dafür kriegen. Immerhin ist er ja schon voll ausgerüstet, oder? Es gibt ein Hirn. Na toll. Ich habe ja gedacht, wir kriegen was richtig Schickes, was Tolles. Aber nö. Kannst du vergessen. So, da kommt noch was hin. Die könnt ihr wegnehmen. Da macht ihr die beiden hin. Ausgezeichnet. Jetzt können wir das alles zumachen. Und dann sind wir wenigstens schon mal regengeschützt. Das ist doch schon mal toll. Achso, da kommt ihr gar nicht an. So, nee, da nicht. Aber da. Oh ja. So langsam ergibt sich ein Bild. Hier wollte es reinregnen? Nicht mit uns. Das geht zu, das nehmen wir weg. Dann müssen wir hier einmal alles zumachen. Okay, und unser Bau steht einigermaßen. Ach, jetzt kommt ihr gar nicht mehr dahin. Hat sich gleich erledigt. So, könnt ihr das wieder zumauern. Und zack. Okay, geschafft. Wir haben endlich ein Haus. Wir haben ein Haus. Ist das schön? Bald werden wir dann hier oben noch mit anbauen. So wie wir das von früher kannten, das können wir gleich mal in die Wege leiten. Kommt ihr da nicht hin oder wollt ihr da nicht hin? Er schlittert hier erstmal rüber. Nein! Lass dich doch töten. Ah, ihr beiden, ey. Mann, 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 Mann. So, zurück. Wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Wir brauchen die Wolle. Die Wolle ist wichtig für Seile, um so eine Rüstung hier herzustellen. Holzrüstung. Da brauchen wir auch Holz für. Und wir brauchen Blätter. Zwei Stück haben wir schon mal. Ja, grundlegende Rüstung ist erfüllt. Damit kommen wir demnächst hier hin. Aber dafür brauchen wir erst Eisen. Jede Menge Eisen. Also geht's wirklich jetzt ans Eisen schürfen. Du bekommst erstmal ein bisschen was, so. Dann sind die nächsten hier. Jetzt muss ich das alles einzeln wegmachen wieder. Nee, es ist weg. Okay. Die nächsten sind wieder ausgerüstet. Das ist perfekt.
Und dann graben wir uns mal ganz woanders runter, wo wir bisher noch gar nicht waren. Am besten von hier hinten aus, dann ist das nicht direkt bei unserem Haus. So. Na, gucken wir mal. Hier muss ja irgendwo Eisen zur Verfügung sein. Wo ist mein Bett? Ja, wahrscheinlich noch da hinten. Irgendwo. Einer kann mal den Pilz mitnehmen und den Pilz. Hier haben wir noch ein Schmiedebuch. Wir graben uns erst einmal runter. Wenn wir weiter unten sind, wird es nachher kein Problem mehr sein, überhaupt eine Übersicht zu haben. Aber so, ich meine, es ist schon. Oi. Oi, das geht ja tief. Oh. Eins, zwei. Machen wir da noch die dritte hin. Oh, und jetzt erstmal ganz tief graben. Das wird nicht leicht. Oh. Was ist hier? Das muss ich mir mal genauer angucken. Haben wir schon den Lichtzauber? Ja, haben wir. Oh. Die ersten Beholder. Aber hier ist auch Eisen. Das ist natürlich schlecht für uns. Wenn wir nicht unbedingt hier unten hin müssen. Nee, das ist doof. Wir müssen dahin. Aber ich kann auch keine Beholder bekämpfen. Stellt ihr euch das vor? Nee, das wird so nichts. Gut, graben wir uns in die andere Richtung. So. Hör auf zu meckern. Steine können wir sowieso gebrauchen. Die nehmen wir mit. Hübscher Kristall. Wo ist mein Bett? Ihr kriegt keine Betten. Betten kriegen nur diejenigen, die auch was tun. Da müsst ihr jetzt erstmal durch als Lurch. So. Schön die Kohle schürfen. Ja, und dann mache ich hier unten ein neues Portal hin. Erstmal kriegen wir gleich einen neuen Zwerg. Dann sind wir schon mal zu sechs. Dann sehen wir schon mal nicht ganz so alt aus. Was die Welle angeht. Oh. Bevölkerungszuwachs. Und wer bist du? Was? Ich bin der große Schamane der Kobolde. Wie kannst du es wagen, diesen Grund? Du hast die Friedhöfe der Orks entweiht. Die alte Gottheit wird in diese Welt zurückkehren. Dir bleibt noch eine kleine Überlebenschance. Aha. Aber ich bin noch ganz woanders. Ich entweih ihn doch nicht. So, weitergraben. Gut, dann haben wir schon mal Kohle. Aber wo ist bitte schön das Eisen? Das, wonach es mir gelüstet. Schön für die Kohle, dass wir sie haben. Zwerge sind hungrig. Ja gut, vielleicht sollte ich doch mal wieder einen Tisch machen und da auch mal Essen raufpacken. Ach, wie war der Tisch? So? Nee, so? Ist die Holzluke? Nee. So. Einmal. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder einen Tisch. Den Tisch werden wir gleich mit Essen bestücken. Hier gibt es kein Eisenerz, Leute. Ich bin voll aufgeschmissen. Ich habe jetzt bald jede Menge normale Erde, aber kein Eisenerz. Bringt man ein paar Fackeln an, wenn ihr sowieso hier noch rumdödelt?
uns hier nochmal um. Nee, alles bloß Kohle. Ein bisschen Eisenerz ist hier. Das heißt, hier müssen wir uns hingraben. Oh, es wird mehr. Ach, das muss alles mit. So, da ist das nächste Portal. Und ja, ich werde jetzt gleich den Essenstisch hinsetzen, keine Sorge. Ich erteile bloß noch ein paar Befehle und dann geht los. Pack mal da noch eine Leiter hin. Und da bitte auch. So. Finde Eisenerz, haben wir geschafft, das ist schön. Jetzt aber erstmal zum Bett, zum Tisch. Tisch, da. Tisch, frisch auf den Tisch, kommt der Fisch. Eins, zwei. Dann brauchen wir Essen. Was lege ich denn auf den Tisch? Den Rest habe ich ja alles noch nicht. Wir nehmen erstmal nur Pilze. Irgendwann können sie die Pilze nicht mehr sehen, dann nehmen wir auch andere Dinge. Wo ist mein Bett? Pilze? Ich kann die Pilze nicht einfach hinlegen. So was Blödes. Okay, weiter geht's. Wir müssen weiter forschen und zwar mit den Nägeln. Für Nägel brauchen wir Eisen. Eins, zwei. So, dann brauchen wir zwei Kochtöpfe. Eins, zwei. Und demnächst noch ein Schloss. So, aber die Pilze. Ich brauche Pilze. Ich kann denen die Pilze nicht geben. Ah. Okay, dann eben anders. Lagerfeuer. Wir haben ja jetzt einen Topf. Wir haben Kohle. Und wir haben Holz. So. Eine Lagerfeuerstätte reicht erstmal. Dann, wo ist sie? Da. Pack die da hin. Erstmal hier hin. Okay, und dann bitte... Nein, nicht aufgraben. Herstellen. Grillfleisch. Haben wir kein Dings mehr. Aber Kohle haben wir noch. Und Eier haben wir. Das müsste klappen. Gut, 24 Eier. Spiegeleier, wohlgemerkt. Und die bringt ihr dann bitte einmal rüber. Sehr gut, damit ich sie gleich aufteilen kann. Tada! Stelle Essen zur Verfügung. Zwerge sind hungrig, nicht mehr lange. Lecker Spiegeleier. Drei Stück haben wir schon. Vier. Lass doch mal das Vieh in Ruhe. Sonst müsst ihr nur wieder schlafen. Dass ihr sowieso bald müsst, wegen denen da. Okay, komm schon. Das bringst du noch hin. Gut, reicht. Erstmal haben sie was zu essen, das ist wichtig. Und wir können wieder weiter graben. Hier waren wir stehen geblieben, genau. Da war Eisenerz. Und ansonsten war hier nichts weiter, ne? Jetzt können wir hier, von hier aus, weiter nach Süden. Nach unten graben. Oh, das wird. Dann können wir hier oben noch die Blätter wegmachen, kriegen noch Blätter für Blätterbetten. Niedriger Gesundheitsstand, ja, du musst schlafen gehen. Buch des Kletterers. Oh. Und geschafft. Meine Fresse, die haben auch mehr drauf als vorher. Da kommt eine Leiter hin. Gut, und jetzt müssten wir genug Eisen haben für ein Schloss.
Eisenschloss, da. Oder auch nicht. Kommt, macht hin! Meine Zwerge! Ihr kennt mich doch noch von früher. Ja, wahrscheinlich sind sie deswegen so lahm. Oh, der schon wieder. Komm schon, jetzt machen wir aber hier das Schloss fertig. Wunderbar. Und damit ist auch diese Technologie endlich erforscht. Jetzt können wir mit der Holzmauer fortfahren. 1, 2...